So, das Siebener-Eisen war jetzt hier 130 Meter so leicht angekattet. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das Fünfer-Eisen jetzt hier auch nur irgendwie runterkriege. Also mir muss ich sagen, fällt das im Fluglichtspielen schwer. Es ist zwar geil, sieht auch geil aus, aber ich bin ehrlich, für mich mit meinen Augen ist das echt schwer. Oh ja, der war natürlich mal gerade richtig gut. Ja, tolles Fünfer-Eisen, damit bin ich natürlich mal happy. Puh. So, wir haben jetzt hier die Bahn 10, es geht los, zweite 9. Wie gesagt, bin ja total zufrieden, 43 Schläge nach 9 Löchern, das ist für mich eine Sensation. Auf diesem Loch begleitet uns auf der linken Seite die ganze Zeit Wasser. Aber tendenziell möchte ich den hier so eher auf die rechte Seite bringen. Mal gucken. Ah, ja, auf der rechten Seite ist er sicher. Ja, alles gut. Er liegt da, wo er hin soll. So, der erste Schlag mit dem Treiber war 176 Meter. Ich möchte jetzt auch jetzt wieder ein bisschen eher auf der rechten Seite bleiben. Also 5 in der Hand und ja, da die sowieso tendenziell alle eher darüber gehen, bleibe ich da mal bei. Oh, der ist schön. Jawohl, sehr gut. Bin ich sehr zufrieden, das funktioniert irgendwie doch. Ich bringe es irgendwie hin. Das ist für mich, es wird immer schöner. Grün hinten 158 Meter. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Eisen 6er, weil das sieht schon toll aus, oder? Ich glaube, ihr seht das auch so in den langsam dämmernden Nachthimmel rein. Ich möchte ein bisschen rechts bleiben wegen dem Wasser davor. Okay, der ist lang genug, der ist perfekt. Ist er drauf? Ja, Freunde, ich möchte mal sagen, das war für mich jetzt der perfekte Schlag mit dem Eisen 6, den ihr gerade gesehen habt. Er ist hier aufgekommen und liegt pin high. Das ist dann schon à la Bonheur für mich. Sensationell, ein guter Schlag, wirklich. Komm, ich mache mal, bevor der Rest da ist. So, das ist jetzt hier mein Birdie-Putt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir damit was anfangen können hier mit der Nummer. Das wäre das Birdie gewesen, sehr schade. So ist es das 5. Paar der Runde. Ja. Bin mega happy, also es ist unfassbar, ehrlich. So, hier möchte ich euch mal zeigen, von da hinten haben wir gerade gespielt und wie knapp dann praktisch das Wasser auf so einem PGA-Platz an die Grünkante rangeht. Das heißt, da hast du kaum 2 Meter Platz bis Grünanfang aus Sicht des Schlages und ja, und das ist alles onduliert, das ist überall wirklich schwierig, aber ist schon richtig geil, also so ein Platz, ja, das ist schon genial. Jetzt spielen wir da hinten runter, ihr seht da hinten die nächste Spieltruppe von uns und unser Abschlag ist gleich da oben im Rücken. Ja, das ist jetzt hier, wie gesagt, ein Par 4 und tendenziell auch hier wieder, ja, in Richtung der Bunker ist man, glaube ich, gut aufgehoben auf dieser Bahn hier. Ja, genau, da oben rechts ist er okay. Ja, der liegt da an der Kante bei den Bunkern, das ist alles gut. Aber jetzt können sie das Licht anmachen, finde ich.
Also jetzt fängt es dann doch so an, dass ich sage, jetzt wäre Licht schön. So, 192 Meter war der Abschlag weit. Ich habe jetzt noch 96 Meter bis grünen Anfang. Das ist also ein klassischer Fall fürs Pitching Wedge. Aber wie ihr da auch gesehen habt, das Wasser drückt natürlich von links rein. Aber rechts ist ordentlich Platz. Wie sagt man so schön, der Misshit ist hier auf dieser Bahn definitiv rechts. Ja, der müsste aber trocken bleiben, oder? Ja. Es gibt so Tage, da triffst du die Dinger halt irgendwie. So, ihr habt meinen Schlag gerade gesehen. Das ist dann das, was aus der Position von mir natürlich Druck macht. Ne? Da ist das Wasser. Und direkt die Fahne steckt auch auf der linken Seite am Wasser. Ihr könnt das sehen. Ja, das macht natürlich wirklich massiv dann Druck. Aber macht auch irre Spaß. Ist das meine gewesen? Ja. Dankeschön. Ich hätte sie gleich weg. Beide. Ah, okay. Ich hätte es. Ich bin da immer sehr, sehr knibbelig, also ich hätte die natürlich auf jeden Fall auch weggemacht. Dankeschön. So, wir sind hier wieder in Regulation auf dem Grün, im zweiten. Aber es sind jetzt natürlich schon noch, ich will nicht sagen, ja, 20 Meter sind es bestimmt bis zur Fahne. Und das gefühlt hängt es ein bisschen so weg. Naja, mal gucken, was wir hier draus machen können. Ich glaube, der ist zu laut. Ja, das Tempo hat gut. Ui, und der wird noch schöner. Paar Chance. Ja, was auch sonst. Der Papat hier auf der Bahn 11. Wenn es ein paar 4 ist, habe ich 3 Schläge hinter mir. Ja, unfassbar. Bei mir? 6. Okay, ich habe die 4 gespielt. Ich fühle mich auch sehr toll. Das Licht ist an, ihr seht das. Ein irrsinniges Gefühl, ich habe das noch nie gehabt. Mal gucken, ob ich jetzt noch ein paar Bälle treffe hier, so für mich als eigentlich so augentechnisch etwas jemand, der da ein bisschen schwieriger unterwegs ist. Drückt mir die Daumen. Auf jeden Fall ist es ein verrücktes Gefühl. Ja, das sieht gut aus. Das ist, ja, ist das ein Draw? Sagt es mir, schreibt es mal in die Kommentare. Ist das ein Draw? Keine Ahnung. Aber für mich war es ein Schlag, ein guter. So, wir gehen jetzt mal hier unter diesen Bedingungen hier mal nach vorne. So, ich nehme euch mal mit und lasse mal die Kamera hier im Laufen, während wir jetzt hier die Bahn 12 runtergehen zu den Bällen. Mal laufen. Also jetzt mal im Ernst, damit auch noch Glück, dass das so leichte Bewölkung hat. Und hinten der Himmel, ihr könnt das ja, glaube ich, sehen. Das ist schon echt, ja, ja, ich schwärme. Ich bin ja schon immer in Deutschland jemand, der euch erzählt, wie toll dies und jenes ist. Das ist natürlich dann hier schon nochmal eine ganz andere Welt. Also, wenn ich in Zukunft in Deutschland nichts mehr lobe, wisst ihr warum nicht. Das Ding ist schon echt outstanding hier. Das ist schon, puh. Nun ja, nicht umsonst spielt die PGA Tour hier respektive. Sie haben hier gespielt. Ja, das ist qualitativ schon echt gut. Und der Platz ist ja jetzt hier noch nicht mal unter wirklich Bedingungen, wo ich jetzt sagen würde, dass ich jetzt, sag ich mal so, als wenn die Tour hier spielt. Die Fairways sind trotzdem gut. Ich laufe euch da jetzt ja gerade, oder mit euch laufe ich hier jetzt gerade übers Fairway. Und das ist gut. Leute, das macht so viel Spaß hier. Das ist unglaublich. Also ich habe mir echt das Grinsen im Kreise gerade. Und natürlich nebenbei, ich spiele natürlich auch heute irgendwie die Runde meines Lebens hier. Ich habe jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Pars jetzt nach 12 Bahnen. Ach, keine Ahnung. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und gucken jetzt mal, wo mein Ball liegt. Ob er im Bunker liegt oder rechts daneben. Ich habe ehrlicherweise noch keine so genaue Ahnung. Wir werden das gleich sehen. Ja, wieder.
So, mein Abschlag hat es im Bunker geschafft, da bin ich natürlich nicht so happy mit. Und vor allen Dingen ist das auch noch so eine ansteigende Wand. Ja gut, jetzt geht es hier natürlich nur darum, den in irgendeiner Form clever und klug hier irgendwie noch rauszuspielen. Ja gut, das war jetzt natürlich komplett nach links. Ja, springt nochmal, liegt da vorne irgendwo im Wald. Müssen wir mal hingehen. So, ihr seht das Malheur. Ich habe mir den Ball jetzt hier nach links weggeschoben. Und muss jetzt hier mal gucken, dass ich mir so ein bisschen Platz mache. Das ist ja erlaubt, als alter Hobbygärtner. So, Ziel, Zweck und Übung wäre jetzt da hinten der Bunker, beziehungsweise in die Richtung. Dann wäre ich zufrieden. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Der müsste, ja, perfekt. Und er kommt zurück ins Fairway noch. Ach, schön. Träumchen. Genau so war es geplant. So, der Rescue-Schlag aus dem Wald hat funktioniert. Jetzt müssen wir schauen, ja, dass wir den dritten jetzt aufs Grün kriegen. Ich stehe so ein bisschen über dem Ball. Das mag ich unglaublich gerne, wie ihr wisst. Aber Bange machen gilt nicht. Oh, der ist nicht so richtig. Och ja. Wir nehmen ihn, der liegt im Vorgrün. Leute, was soll ich sagen? Ich kann ja nicht jeden Ball treffen, oder? Aber das läuft heute einfach so gut. Ich bin total happy. So, wir fragen jetzt mal den lieben Andreas. Andreas! Hier bin ich mit der Kamera, kommen wir mal zu dir. Wie gefällt dir das jetzt hier so mit dem Licht? Ich meine, das ist ja jetzt so eine doch relativ... Ich finde es total gute Abwechslung, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und der eine mag es, der andere nicht. Besser wäre es, wenn es nicht regnen würde, aber wir haben trotzdem Spaß. Das sehe ich genauso, danke Andreas. So Markus, wir haben jetzt hier gerade O-Ton. So jetzt, du bist hier gerade so vom Flutlicht bestrahlt. Was ist so deine Meinung dazu? Ist das cool, nicht cool? Das ist cool. Das ja. Ist schon... Mal was. Kann man was mit anfangen? Sieht toll aus. Ja. Und ja. Man sieht alle Bälle. Ja. So, dann geht es jetzt hier weiter. Ich habe jetzt hier den vierten Schlag. Jetzt ist es schon nass, das merkt man jetzt hier auch. Jetzt mal ein bisschen gucken, dass man dem genug mitgibt. Oh, ich würde sagen, den kann man nehmen. Das ist schon in Ordnung. Wo bist du, Andreas? Ich lege meine jetzt mal einfach so ein ganz kleines Stück mehr da hier vorne hin, dann bin ich definitiv aus dem Weg, glaube ich. Oh, Andreas. So, ich liege jetzt hier zum Bogi. Das ist der fünfte Schlag auf diesem Par 4. Und ja, wenn der reingehen würde, oder der geht rein, hoffe ich. Ja, tut er. Oh, mit der letzten Öse zum Bogi. Ja, läuft. Der macht nichts kaputt, der passt. Ja, ja, alles gut. Das ist okay. So, das ist dann schon jetzt hier so eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich. Das ist schon, ja, irre. Also das ist schon echt wirklich ein Traum hier. Und das sieht alles so sattgrün aus, geil. So, wir haben jetzt noch 120 Meter bis Grün Mitte, 133 bis endlich nehmen. 9er Eisen bis 133 bis Grünende.
Da werde ich damit auch nicht hinkommen. Aber ich glaube, hier ist es aufgrund der Bunkerlage auch besser, lange zu kurz zu sein. Sind alle rechts heute, aber der wird auch nichts kaputt machen, der liegt da einfach nur unten. Rollt rechts runter, ich weiß nicht, was da ist. Wir werden es sehen. Also 9, wieder zu weit rüber. So, ich werde jetzt hier versuchen, einen Lobshot zu spielen. Also das heißt, ich werde ihn jetzt ganz hoch versuchen zu spielen, damit er wirklich nur über diesen Hügel geht hier. Das ist zu wenig. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Machen wir gleich noch mal einen Schuss hier. Okay, aber der ist natürlich dann wieder Premium, Leute. Es ist unfassbar. Das war jetzt der 4. Spiel ich wieder ein Bogey. Alles gut. Geschenkt, wenn du willst. Okay. Ja, versuche ich nachzumachen. So, das ist jetzt hier der Putt zum Bogey. Nachdem ich den 2. rechts am Grün vorbeigelegt hatte und den 3. auf den Hügel, den 4. dann hier hin, ja, muss der jetzt halt wieder rein. Das tun wir auch. Und das nächste Bogey. So, ist die Bahn 14, 118 Meter bis hoch. Ich nehme trotzdem das Eisen 9. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Griff wieder so ein bisschen in den Griff kriegen hier. Ui, der wird nicht reichen. Im Bunker. So, ihr seht das Drama. Mein Ball ist gerade an die Kante vom Weg geschlagen. Und ja, was soll ich sagen? So, ihr seht das Drama. Vor! Jetzt muss ich hier gucken, dass ich den Ball irgendwie rausbekomme. Ja, ist zumindest raus. Ist natürlich jetzt hier recht schwierig. Aber das ist schon bei den Bedingungen hier mit dem Licht, ist das ganz schön schwierig abzuschätzen, die Tiefe, wo der Ball ist. So, ja, das ist jetzt hier eine relativ schwierige Position. Ich muss jetzt hier wieder so ein Chippy-Schappy spielen. Ja, der ist mir gut gelungen, da bin ich jetzt sehr zufrieden mit. So, okay. Hier rein, jawohl. Birdie? Klasse. Ja, ja, das ist schwierig mit dem Licht. So, ich habe jetzt schon 3 Schläge. Muss jetzt gucken, dass ich noch irgendwie eine 5 save hier. Der muss also jetzt gut hin. Bricht mir.
Nee, einen einzigen. Das ist auch sogar für die Nachwelt dokumentiert. Der war zwar auch nicht der schönste, aber so, der muss zur 5 rein hier. Nee. Läuft vorbei, die 6. Jo. Bahn 5, jetzt eben gerade die Bahn 3, die Bahn mit dem Paar 3. Das war jetzt natürlich für mich schlimm. Eine 6. Passiert, kann man nichts gegen machen. Das ist jetzt hier 432 Meter langes Paar 5. Ja, hier muss der Ball jetzt einfach nur wieder, einfach, man sagt das immer so, der muss jetzt halt da unten mit der Fairway hin. Den kann ich nicht wiederfinden wahrscheinlich, da werde ich wohl noch einen spielen müssen. Ja. Okay. Leute, ihr habt es gesehen, das waren jetzt zwei ganz furchtbare Abschläge. Ich habe aber Glück gehabt, dass der erste hier in die Hecke gegangen ist. Jetzt habe ich Erleichterung genommen, zwei Schlägerlängen, dann vom Stand aus jetzt hier gedroppt. Und jetzt versuche ich natürlich meinen dritten Schlag, weil es ja mit Strafschlag ist, einfach wieder nur ins Spiel zu bringen. 7er Eisen in der Hand und jetzt mit aller Ruhe. Dann jetzt hier einen vernünftigen Schlag. Jawohl. Ja, gut gesaved, okay, das ist halt mal so passiert. Ja, so, das 7er Eisen war jetzt hier 130 Meter so leicht angekattet. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das 5er Eisen jetzt hier auch nur irgendwie runterkriege. Also mir muss ich sagen, fällt das im Flutlichtspielen schwer. Es ist zwar geil und sieht auch geil aus, aber ich bin ehrlich, für mich mit meinen Augen ist das echt schwer. Oh ja, der war natürlich mal gerade richtig gut. Ja, tolles 5er Eisen, damit bin ich natürlich mal happy. Puh. Ja, schön, wenn mal wieder was klappt nach so einem. Ja, Freunde, ihr seht mich jetzt hier. 112 Meter bis zur Fahne und natürlich, klar, wir sind auf dem Platz, den die PGA Tour spielt. Zieht sich natürlich vorm Grün mal komplett das Wasser. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einen sauberen Ballkontakt und der muss eher tendenziell ein bisschen nach rechts. Und der ist auf jeden Fall im Wasser. Ja, sehr schade. Ja. Nee, das ist jetzt schon grenzwertig hier. Ach, Markus. Da hinten ist auch Wasser, glaube ich. So. Ich werde natürlich direkt mit Backspin an die Fahne spielen von hier aus. So, ihr seht es schon, das Drama hier. Das war jetzt ganz schlimm. Wie gesagt, ich kann bei diesem wenigen Licht, ich kann das nicht sehen, ich sehe auch hier den Ball kaum. Das ist für mich schlimm. Nee. Da habe ich keine Chance, ich kann den Ball nicht sehen. Ich sehe das mit meinen Augen nicht, ich kann ja nicht so gut gucken und im Dunkeln sowieso nicht, ich sehe gar nicht den Ball. Für mich ist es eine Stableford 9 ist es.
Stableford 9. Ja, ich habe eine 7. Ansonsten ist es aber eine 10. Ja, der ist ein bisschen links, aber ich glaube, der ist in Sicherheit. Ja, Freunde, hier tauche ich hinterm Wald auf. Ja, das war dann wieder mal so eine 210 Meter Rakete. Problem ist, der liegt jetzt hier zu weit hier drüben. Ich muss den also ablegen. Alles andere geht nicht. Ja, genau, da wollte ich natürlich nicht hin. Ja, er liegt da unten im Schatten. Das war aber auch wieder Schwachsinn. Anstatt, dass ich den einfach nur kurz ablege. Nein. So Leute, ich kann das jetzt hier nicht anders machen. Ich kann nicht sehen, ob hinter mir einer ist. Der Ball war ihm aus. Ich bin jetzt nach vorne gegangen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass ich das Layup über 20 Meter gekonnt hätte. Ich wollte jetzt nicht ganz zurückgehen. Ich mache jetzt hier meinen 5. Ich glaube, ich muss gleich nachzählen. Ist auch zu lang. Ja Leute, ich kann im Flutlicht nicht spielen. Ich sehe nichts. Die Runde ist jetzt echt für mich schwer. So, Schlag 6. Kommt jetzt. Ja. Oh nein. Zur 8. 8. So. Ich habe das eben gerade in der Kamera auch gesagt. Ich bin einfach davon ausgegangen, weil ich da hinter uns war einer. Ja, ja. Genau, ich habe den, weil das wäre jetzt das kurze Layup gewesen, was ich eh gespielt hätte. Weil das wäre jetzt nochmal zu der, das wäre wieder nur, das hätte ewig gedauert und ich will jetzt hier auch nicht so einen Zirkus machen. Nee, 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 Leute. So Leute, ich sehe hier gar nichts mehr. Für mich ist das absolut eine Katastrophe. Ich versuche jetzt nur irgendwie den Ball zu treffen hier. Ich habe keine Ahnung. So, Leute, das ist hier so ein bisschen Maulwurf-Golf für mich. Der Ball liegt jetzt hier vorne vorm Grün und ich habe wirklich keinen Schimmer gehabt, dass ich den hier hingeschlagen habe. Ich bin blind wie ein Maulwurf hier mit dem Flutlicht. Komm, 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 komm. Ja. Okay. Geht's doch bergab, ne? Okay. Das kann nicht wahr sein. Das passt natürlich dazu. Eine 6 zu 6. Oh Gott, ist das schlimm. So, die Bahn 18 zeigt sich dann nochmal in ihrem Profil. Das ist ja hier die Turkish Open Airlines, also Turkish Airlines Open. Und natürlich da oben ein Flugzeug. Da hinten dann natürlich die Banderole für die Kameras, natürlich für unsere Seite aus falsch rum. Und wie ihr seht, links geht jetzt dann auch schon das Licht aus. Ja, das ist hier so gemacht, dass die Lichter ausgehen, nachdem die Bahn nicht mehr bespielt werden und wir sind der letzte Flight des Tages. Er kann nicht mit uns meckern, weil wir können nicht schneller. Everything is fine. Everything is fine. Thank you so much. Er hat schon Mitleid mit uns. Ja, wollte ich gerade sagen.
wir haben um Viertel nach drei. Da sind wir aber jetzt 4 Stunden unterwegs. Also das ist ja okay. Ja, absolut. Wie lange? 4 Stunden. Ja, das ist in Ordnung. Wird aber okay, Markus. Na, die rechte Seite ist hier die sichere Seite. Ne? Ja, du musst schon rechts spielen, weil links kommt das Wasser. Ja, drückt rein. Ne? Das ist natürlich tricky gemacht mit dem Bunker, hat er gesehen, ne? Ja, das Wasser ist bei 2,35 zu Ende. Nee. Oh, Markus, das. Oh, aber der könnte noch zurückkommen vom Hang. Nichts gesehen. Magst du noch eins spielen? Ja, normal, ja. So, das ist jetzt hier die 18. Bahn. Es geht zu Ende und ja, ich muss wirklich sagen, ich bin dann jetzt auch froh, dass es dann gleich geschafft ist. Flutlichtgolf ist geil, sieht super aus, ist aber nicht meins. Der Hobbygolfer ist kein Flutlichtgolfer. So, da vorne sehen wir Andreas direkt vor den Turkish Airlines Open Schild. Das sieht schon ziemlich cool aus, so hier so halb beleuchtet. Jetzt Markus schreitet dran vorbei. Ja, schon sehr schön. So, Bahn 18, jetzt hier nochmal Andreas am Start. Ja, sicher vorgelegt würde ich das mal nennen. Ja. So, und auch bei Markus sind wir jetzt hier beim Annäherungsschlag, sein zweiter auf der 18. Ja, und auch der ist sicher vorgelegt und rollt das Fairway runter. So, der Drive war dann wieder 200 Meter lang. Ich möchte ihn jetzt irgendwie auch nur vorlegen, es ist ein 7er Eisen, der liegt hier auch nicht wirklich schicki. Aber mal gucken, dass wir den jetzt dann irgendwie noch hinkriegen. Ja, der ist ganz gut. Ich glaube, der geht aber im Bunker. Es ist nicht so einfach. So, wir haben noch mal Bunker-Fun hier, wie ihr sehen könnt. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich das ausgelassen hätte. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir den da jetzt irgendwie hinstuben. Versehen tue ich nicht so wirklich viel. Ja, gut, dann machen wir einfach von da jetzt den nächsten. So, machen da jetzt keine große Show von. Weil, wie gesagt, ich sehe sowieso nichts mehr hier. So. Dann haben wir jetzt schon 4 Schläge wieder, auch nicht schlecht. Ein letzter Chip im Carrier Golf Club. Das ist jetzt dann der 5. Wollen wir mal gucken, was das wird. Schlecht. So, ich hoffe, das ist der letzte Putt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Zu 7. 7. Eine 99, gerade unter 100 geblieben. Unfassbar. Mit einer 43 vorne.
So, ihr Lieben, ihr seht mich im Regen im Carrera Golf Club hier stehen. Das Flutlicht war nicht mein Freund. 43 vorne und 56 auf der Rückseite. Ich habe ab Bahn 13 nichts mehr gesehen. Für mich war dann einfach die ganze Nummer dunkel. Die ganzen Spiegelungen, die Reflexion, ich kann nichts sehen bei dem Licht. Also es ist toll, wenn ihr mal Bock habt, so Flutlicht zu machen. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Keine Ahnung, aber man muss dafür geboren sein. Also den Platz gerne nochmal im Hellen, aber nicht nochmal im Flutlicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es trotzdem mords Spaß gemacht. War eine super Runde. Die ersten 9 waren bestimmt auch für euch toller als die zweiten 9 oder vielleicht. Ne, der eine oder andere sagt lieber, ich gucke mir Corti lieber an, wenn er leidet. Egal, ich genieße jeden Schlag, jede Runde und ihr habt euch hoffentlich mit mir gefreut, manchmal auch mitgezittert. Bald geht's weiter, das nächste Video kommt bestimmt. Bis dahin bleibt mir gewogen und vielen Dank, dass ihr euch zugeschaut habt bis hierher.